Moment mal, dieses ästhetische, elegante, brillante, bezaubernde und auch wunderschöne Gesicht habe ich doch schon mal hier gesehen, oder? Schön, dass du auf jeden Fall wieder eingeschaltet hast, du toller Menschi. Okay, war das zu viel Geschleime? Aber ich bin ja ein Schleim, also eigentlich nevermind. Ja, der Schleimi lebt auch noch, zwar inaktiv, um das im wahrsten Sinne des Wortes, aber hey, er lebt auf jeden Fall noch. Heute melde ich mich auch direkt mal zurück mit den ein oder anderen 1.20 News, beziehungsweise Vermutungen oder Gerüchte, die da wieder einmal die Runde machen. Während es ja allgemein um Minecraft rum eher was ruhiger ist aktuell, bleibt uns da leider nichts anderes übrig, als reine Vermutungen zu untersuchen und zu prüfen, wie realistisch das Ganze halt wirklich ist. Da gehen wir dann heute genauer auf das mögliche Thema des Updates ein, dazu ebenso aufs kommende Mob-Voting und auch auf die ein oder anderen Hinweise im offiziellen Minecraft-Live-Trailer. Bleibt daher auf jeden Fall gerne dran, es wird spannend, abonniert noch gerne rein, um keine weiteren News mehr zu verpassen und liked auch noch das Video, wenn es euch gefallen sollte. Besten Dank! Besprechen wir zunächst einmal, was ein Großteil der Community aktuell als 1.20 Thema vermutet und vor allem natürlich auch, warum sie das denn tun. Kurz vorab, das heute sind wie immer weiterhin nur Vermutungen und absolut nichts Bestätigtes. Aufgrund der Vorkommnisse in den letzten 1 bis 2 Jahren ist Minecraft da eher etwas ruhiger geworden oder vorsichtig geworden, was Ankündigungen angeht, und absolut niemand weiß halt wirklich, außer die Developer selber, was uns aktuell so erwartet. Gut. Jedenfalls war das Thema End-Update ja schon länger eines der nicht unbedingt meist gewünschten, vielleicht schon, aber auf jeden Fall der meist genannten möglichen 1.20 Updates. Minecraft hat in den vergangenen Jahren schon oft angeteasert und auch bestätigt, dass das Ende auf jeden Fall nochmal ein Update erhalten wird. Ob das jetzt im Endeffekt neue Biome, neue Mobs oder eine komplette Umgestaltung sein werden, ist natürlich noch absolut ungewiss, aber ich denke, da dürfte auf jeden Fall einiges drin sein, denn no front an die aktuelle Version des Ends, aber großartig viel außer dem Enderdrachen und den End-Cities ist die auf jeden Fall nicht zu holen. Somit würde ein solches End-Update auf jeden Fall Sinn machen und auch passen, nachdem jetzt auch ja, die Overworld wieder geupdatet wurde und natürlich auch mit dem 1.16 Update, ja, der Nether geupdatet wurde. Ich denke mal, jetzt ist entweder eine neue Dimension dran oder halt zunächst einmal das Ende. Was ich zwar persönlich nicht unbedingt als großen Hinweis sehe, aber einige Leute der Community schon, ist folgendes. In Sekunde 52 im offiziellen Minecraft Live Trailer wird angekündigt, dass es wieder einmal ein neues Mob Voting geben wird. Soweit so gut. Dieses Mal allerdings nicht via Twitter, sondern ja in-game, also über die Bedrock Edition im offiziellen Minecraft Launcher oder halt auf der offiziellen Webseite. Als letzten Screen hat Minecraft hier das Ende ausgewählt. Und genau dies soll laut einigen Spielern darauf hindeuten, dass dieses Mob-Voting speziell das Ende als Thema in Anführungsstrichen haben soll. Ihrer Meinung nach wird also das 1.20 Update nicht nur ein End-Update sein, sondern die Spieler können auch dann direkt für einen weiteren neuen Mob voten, der dann auch im Ende sozusagen leben wird. Ich weiß nicht, ob das dann passive Mobs sind oder natürlich Hostile-Mobs, aber das ist dann die Vermutung der Spieler da draußen. Da das aber alles natürlich nur basierend auf einem kurzen Screen ist, würde ich das jetzt nicht unbedingt zu 100% unterschreiben. Würde mich nicht wundern, wenn es stimmt, aber ebenso wenig, wenn es halt nicht stimmt. Wo wir aber gerade schon bei solchen angeblichen Hinweisen im offiziellen Trailer sind, schaut auf jeden Fall mal hier. Auch irgendwie actually funny, muss ich sagen. Direkt zu Beginn des Trailers, circa ab Sekunde 3 ungefähr, kann man oben links eine Firefly-artige Textur erkennen, die von Sekunde zu Sekunde irgendwie schärfer wird. Ich stimme der Meinung auf jeden Fall zu, dass es hier irgendwie nicht zu 100% reinpasst, also diese Textur dort, und irgendwie fehl am Platz aussieht irgendwie. Es könnte aber auch wieder mal nur eine optische Täuschung sein und einfach normale Blöcke unter Wasser sein, wobei das aber schon irgendwie witzig wäre, die Fireflies hier indirekt irgendwo zu verstecken und anzukündigen. Aber in solchen animierten Trailern sollte man natürlich nicht jede einzelne Szene als Leak oder kommendes Feature interpretieren, da wäre ich immer an eurer Stelle immer vorsichtig. Immer, immer, immer. Sonst würde das ja auch bedeuten, jetzt mal als anderes Beispiel, dass wir bald Minecarts linken können und ganze Waggons reinbilden können. So ist es ja auch im Trailer. Einige behaupten auch, dass diese verdächtig schnell wären, aber wie gesagt, es ist halt ein animierter Trailer und keine direkte Ingame-Footage. Deswegen muss man da einfach mal das Ganze mit Vorsicht genießen. Mal davon abgesehen ist der Trailer, ich muss es nochmal erwähnen, so oder so absolut legendär. Ach so, beim Thema legendär fällt mir gerade noch was ein an alle Shakes and Fidget-Spieler unter euch, die unter anderem auch in meiner Gilde unterwegs sind. Ab heute, Freitag im 23.09. ab 16 Uhr, um genau zu sein, gibt es einen brandneuen Legendary Dungeon, wo ihr jede Menge neue Items abstauben könnt. Mit dem Code GamingGuides_Party kriegt ihr sogar dafür direkt nochmal satte 48
40 Pilze und könnt damit ordentlich reinbuttern. Falls Interesse besteht, gerne mal den Link in der Beschreibung abchecken, den Pilzcode einlösen und dann könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Items bekommen. Na jedenfalls, um jetzt nochmal zurück auf das Thema zu kommen, ist im Videotitel ja nicht umsonst ebenso der Begriff Quality Update vorhanden. Diesen habe ich mir jetzt nicht irgendwie einfach aus dem Hut gezaubert, sondern ist begründet durch die großen Umfragen, die Minecraft jetzt bereits zweimal veranstaltet hat. Dass Minecraft an sich Feedback sammelt, ist nichts Neues, dass sie aber so exaktes, haargenaues Feedback und das in Unmengen zu den verschiedensten Bereichen im Spiel haben wollen, ist schon neu. Das lässt möglicherweise darauf schließen, dass die Minecraft-Developer die Qualität des Spiels noch mehr erhöhen möchten, wie ohnehin schon, denn es wurde nun auch erneut betont, dass Minecraft schwört, dass dieses Spiel auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren, und das ist absolut keine Übertreibung, noch existieren und auch aktiv gespielt werden soll. Und dafür muss man natürlich, was Updates angeht und natürlich auch Qualität angeht, abliefern. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was passiert, wenn dann irgendwann mal der, in Anführungsstrichen, Konkurrent Hytale erscheint, also wie Minecraft bis zum Release des Spiels aussehen wird und was dann mit den Spielerzahlen allgemein passiert, wenn dieses Game dann wirklich irgendwann mal erscheinen würde. Summa summarum, auch wenn wir immer noch nichts Festes in der Hand haben, stehen die Chancen auf jeden Fall gut für ein End-Update, ein Quality-Update oder, wie letztens auch schon erwähnt, eine Art Wiedergutmachungs-Update mit angekündigten gestrichenen Features. Das würde dann auch diese vermeintliche Firefly-Textur im Trailer erklären. Oder vielleicht sogar irgendwie eine Mischung aus allem oder ja, vielleicht sogar von gar keinem Update irgendwas, sondern was komplett anderes. Das müssen wir einfach mal wirklich abwarten. Denkt dran, spätestens am 15. Oktober werden wir alle schlauer sein, da dort ja die offizielle Minecraft-Live-Show stattfinden wird. Auch hier live auf meinem Kanal werden wir darauf reagieren, hier auf YouTube ab 17.30 Uhr ungefähr ist ein Samstag, da wird es dann losgehen. Also, 15. Oktober, markiert euch diesen Tag im Kalender. Ihr könnt da nicht. Sagt alles ab, was ihr da habt. Ihr müsst da im Stream auf jeden Fall dabei sein. Schreibt aber bis dahin gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Was wünscht ihr euch? Was vermutet ihr? Haben diese Szenen irgendetwas zu bedeuten? Ja oder nein? Ansonsten wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.